CO2, Fußabdruck, Energiesparen, ganz wichtig im Moment, recycelfähige Verpackung, Lieferkettengesetz. Wow, Sie kennen all diese Buzzwords und sie gehören alle zu einer ganz großen Überschrift. Und diese Überschrift lautet Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist heute ein sehr, sehr relevantes und wichtiges Thema für uns alle, nicht nur als Gesellschaft, aber auch eben für Unternehmen. Und die Frage heute lautet, inwieweit treiben Sie das Thema Nachhaltigkeit eigentlich proaktiv, aktiv bei Ihren Key-Accounts? Tun Sie das? Und ich würde ganz gerne in diesem Impulsvideo mit Ihnen 6 Gedanken teilen, was ich im Moment so in Projekten wahrnehme zu diesem Thema. Und Sie einladen, das mal selber für Ihr eigenes Unternehmen so ein bisschen zu reflektieren und daraus Maßnahmen auch abzuleiten, weil aus meiner Sicht bietet das Thema Nachhaltigkeit im Moment eine riesengroße Chance, um die Geschäftsbeziehung zu den Kunden zu festigen oder sogar noch weiter auszubauen, damit mehr Umsatz zu machen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Impulsvideo. Mein Name ist Hartmut Sieg. Bei mir geht es um die spannenden Themen Key Account Management, strategisches Verkaufen im B2B und um die persönliche Produktivität. 6 Gedanken. Diese 6 Gedanken stammen aus einem Impulsvortrag, den ich diese Woche bei einem Weltmarktführer hier in Deutschland, Süddeutschland halten durfte. Thema Nachhaltigkeit im Key Account Management. Puls Nummer 1. Nachhaltigkeit ist im wahren Leben angekommen. So, und, das ist erstmal etwas, was garantiert jeder von uns weiß, aber vielleicht nochmal ganz kurz in die Erinnerung gerufen. Vor 5 Jahren und auch selbst davor haben wir alle schon über Nachhaltigkeit gesprochen. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten auch Themen wie den CO2-neutralen Unternehmensberater oder Trainer. Wir hatten damals schon 2017, 16, habe ich bei Kunden schon Lösungen diskutiert wie Cradle to Cradle, also wirklich diese komplette Recycelfähigkeit, Wiederverwendung von den Produkten, ging um Arbeitsschuhe und ähnliches. Also da konnte man damals schon ganz total coole Sachen machen. Aber der Eindruck war damals, manchmal hat man total coole Sachen schon anbieten können, aber der Markt war noch nicht so weit. Es war noch nicht so heiß. Ne? Also es war ganz nett. Jeder hat darüber gesprochen, aber es war noch nicht wirklich relevant, um zu sagen, Auftrag da oder nicht da. So, das war damals. Wo geht die Zukunft hin? Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. In der Zukunft werden wir irgendwann über das Thema Nachhaltigkeit gar nicht mehr so groß reden, sondern es ist einfach eine Grundvoraussetzung. Sie haben gewisse Zertifizierungen einfach als Unternehmen. Ihre Lösungen bieten einfach gewisse Standards. Sonst erhalten Sie gar nicht mehr die Möglichkeit, an einer Anfrage, Ausschreibung, an einer RFQ, Tender, whatever, teilzunehmen. Und jetzt ist die Frage, wo sind wir denn heute? Aus meiner Sicht sind wir heute in dieser Phase, in so einer Übergangsphase, in so einer Lernphase, aber auch in so einer Phase der Unsicherheit. Und in Key Account Planning nutzen wir immer gerne ja diese UVP-Analyse, das heißt X-Achse. Was sind so die kaufentscheidenden Faktoren des Kunden? Und was ich feststellte, ist, dass wir seit ein paar Jahren mittlerweile, kommt plötzlich der Faktor Nachhaltigkeit auf die X-Achse rauf. Es wird ein kaufentscheidender Faktor und er rutscht immer weiter nach rechts. In einigen Projekten ist er schon ganz rechts. In einigen Unternehmen, Lösungen, Branchen ist er eher noch weiter links. Aber er ist auf der Liste drauf. Und damit nicht mehr zu ignorieren. Und wie gesagt, in ein paar Jahren bin ich der festen Überzeugung, wird er unten auf der Liste gar nicht mehr draufstehen, sondern er wird jenseits der Liste sein. Es wird einfach eine Grundvoraussetzung sein. So. Und die Frage ist, oder der Punkt ist, und das ist meine Einladung an Sie, ich glaube in der Tat, und deswegen nochmal diese 3 Begriffe, Übergangsphase, Lernphase, Unsicherheit, auch Ihre Key-Accounts, Ihre Kunden befinden sich genau jetzt in dieser Unsicherheit, in dieser Lernphase, in dieser Übergangsphase. Die müssen plötzlich einen Nachhaltigkeitsreport schreiben. Da kann man doch sagen, okay, dafür haben wir Experten im Raum, im Unternehmen, die machen das. Aber jeder im Unternehmen muss sich plötzlich Gedanken machen, wie kann ich weiter nochmal Energiekosten senken in der Fertigung, in der Produktion, im Service. Ich muss mir Gedanken machen über das Thema weniger Müll.
Ich muss mir Gedanken machen, wie wir mit weniger CO2 die Dinge umsetzen können und so weiter und so fort. Also das trifft mittlerweile auch die Abteilungen im Unternehmen. Und die Frage ist, sind Sie jetzt eigentlich beim Kunden da und begleiten diese Kunden in dieser Phase der Unsicherheit? Oder sind Sie selber unsicher und warten am Spielfeldrand mal ab, was so passiert, bis irgendwann die nächste Ausschreibung kommt, plötzlich Sie überrascht werden nach dem Motto, erfüllen Sie eigentlich Zertifizierung 1, 3 und 5 und Sie sagen plötzlich, genau diese nicht. Und Sie sind raus. Sind Sie Kundenbetreuer oder Kundengestalter? Bei Nachhaltigkeit ist Kundengestalter ein absoluter Wettbewerbsvorteil. Nachhaltigkeit ist angekommen. Treiben Sie es oder treiben Sie es nicht? Nummer 2. Nachhaltigkeit. Jeder spricht drüber, aber ich wette, können Sie mal im Kollegen- und Kolleginnenkreis mal ausprobieren. Sie bitten mal 5 Leute um sich herum, kurz aufzuschreiben, was Nachhaltigkeit bedeutet. Und Sie werden wahrscheinlich 5 verschiedene, vielleicht auch 6 verschiedene Interpretationen bekommen. Und mir ist es letzte Woche gerade aufgefallen in einem Projekt in Binnen, auch bei so einem Weltmarktführer. Und wir haben Key-Account-Pläne uns angeschaut. Und dann diese Key-Account-Pläne kamen aus verschiedenen Zielgruppen, Zielmärkten. Und nach einer Weile kommt plötzlich ein Teilnehmer um die Ecke und sagt, was mir hier gerade auffällt ist, wir reden alle hier über Nachhaltigkeit, aber wir reden über komplett unterschiedliche Dinge. Bei euch im Markt heißt Nachhaltigkeit so etwas wie Reduzierung von Fußabdruck, CO2-Fußabdruck. Bei unseren Kunden spielt das gar nicht die große oder vorrangige Rolle. Bei unseren Kunden spielt das Thema Verpackung, Umverpackung, Recycelfähigkeit der Verpackung die zentrale Rolle. Sie merken was? Jeder redet über Nachhaltigkeit und jeder hat so seine eigene Interpretation. Meine Frage an Sie, haben Sie eigentlich im Team ein gleiches Verständnis davon, was Nachhaltigkeit wirklich bedeutet? Und wenn Ihr Kunde über Nachhaltigkeit redet und Sie über Nachhaltigkeit reden, haben Sie eigentlich das gleiche Verständnis oder reden Sie aneinander vorbei? Nummer 3. Proaktiv treiben oder reaktiv abwarten. Bei mir in den Trainings nutze ich ja gerne diese Customer Journey. Ich blende sie hier auch mal ein. Need by Use. Und Need, Kunde hat ein Problem, braucht eine Lösung. Buy, er kauft eine Lösung. Use, er wendet sie an. Relativ einfach. Die Spannerei ist jetzt so ein bisschen, dass die Phasen sind nicht alle gleich groß. Need ist extrem, in den meisten Fällen, größer als Buy. Das heißt, sehr häufig wird in dieser Need-Phase bereits auch definiert, was eingekauft werden soll. Und damit ist die Frage, warten Sie eigentlich ab, bis Sie eine Anfrage bekommen und dann steht da plötzlich wieder etwas drin zum Thema Nachhaltigkeit, was Sie selber nicht umsetzen können, weil ein Wettbewerber in der Need-Phase einfach aktiver war. Und wir kennen das alle im Key Account Management. Wir müssen so früh wie möglich in dieser Customer Journey des Kunden aktiv sein, um unsere Auftragswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und das gilt aber eben auch für Nachhaltigkeit. Das gilt nicht nur für unsere Produkte und Artikel. Meine Frage ist, treiben Sie jetzt wirklich in dieser Need-Phase die Themen voran beim Kunden? Gestalten Sie das Thema mit? Und übrigens, auch das muss man nochmal sagen, wir reden hier nicht immer von, das hat dann irgendwie Auswirkungen auf Geschäft in 2024. Ich habe auch einen Kunden, wo er im Moment massiv bei einem Key-Account jetzt Geschäftsanteile gewinnt, weil er im Bereich der Nachhaltigkeit wesentlich besser aufgestellt ist als der zweite Hauptlieferant. Ja, also auch das kann plötzlich heute schon sehr kaufentscheidend sein. Need by Use, sind Sie jemand, der ganz weit vorne in der Need-Phase bereits den Kunden treibt, bewegt, das Thema mitgestaltet. 4. Naja, jetzt sind wir alle, Nachhaltigkeit ist wahnsinnig wichtig, aber warum sprechen wir das eigentlich nicht an? Und ganz ehrlich, kurz mal selbst reflektieren, meistens sprechen wir diese Themen nicht an, weil wir uns unsicher fühlen. Und das war bei vielen schon so vor ein paar Jahren, als das ganze Thema der IT-Anbindung kam. SAP Ariba wird im Key-Account schon eigentlich Anbindung, oh, keine Ahnung, irgendwie EDI, oh, keine Ahnung, was das wieder alles heißt. Also Unsicherheit in den Begrifflichkeiten, in den Lösungen. Wir reden über Prozessoptimierung, ja, natürlich, bla bla, aber wirklich mal Prozesse, einen Total Cost of Ownership Betrachtung zu machen, Business Case zu rechnen und so weiter und so fort, andere Hausnummer. Und
Wenn wir uns in Dingen unsicher fühlen, dann werden wir sie nicht aktiv ansprechen. Und meine Frage ist, wie fit sind Sie eigentlich im Bereich Nachhaltigkeit? Ich sage nicht, dass Sie ein Nachhaltigkeitsexperte oder Expertin sein müssen, aber Sie müssen einfach mal so einen Schnack von 15 Minuten noch überleben können. Die Annahmen, die wir auch immer gerne treffen, ist, ja, das ist halt für meinen Ansprechpartner auf der Kundenseite heute noch nicht so relevant. Ja? Oder das hat ja eh noch keinen Einfluss auf das Geschäft von heute und ich muss mich jetzt im Moment um das Geschäft 2022, 2023 kümmern. Aber heute hat das noch keine Relevanz. Das sind Ausreden. Das sind Ausreden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Sind Sie fit im Bereich der Nachhaltigkeit, um es aktiv anzusprechen? Fühlen Sie sich sicher genug? 5. Ich habe manchmal in dem Projekt so den Eindruck, dass, wenn wir über nachhaltige Lösungen sprechen, wir alle immer auf den, kennen Sie diesen Spruch, hört sich aber ganz böse an, auf den nächsten heißen Scheiß warten. Was ist damit gemeint? Wir warten so auf innovative neue Lösungen. Es muss um neue Verfahren gehen, neue Produkte, neue Inhaltsstoffe, eine neue Verpackung, eine whatever. Es muss immer irgendwie was, es muss was anders sein, damit es überhaupt nachhaltiger ist. Und ich lade Sie mal ein, in Ihrem eigenen Unternehmen zu prüfen, zu überprüfen, ob Sie nicht vielleicht schon seit 20 Jahren Lösungen am Start haben, die unheimlich nachhaltig sind. Bei dem Fall, in dem Impulsvortrag von dieser Woche, gab es eine Reihe von Lösungen, die der Kunde schon Ewigkeiten hat. Würde man die heute einführen, würde man die mit einem riesen Bamborium einführen, wie nachhaltig diese Lösungen sind. Total spannend. Also, sind Sie sich bewusst, welchen Nachhaltigkeitsbeitrag Sie eigentlich mit den bestehenden Lösungen heute schon liefern? Nummer 6. Es geht nie darum, was Sie tun. Es geht immer darum, was der Kunde über Sie denkt und wie er es wahrnimmt. Und ich lade Sie einmal folgende Frage kurz reflektieren. Wenn ich Ihren Kunden anrufen würde, Ihren Key-Account anrufen würde und fragen würde, Mensch, das Thema Unternehmen, ABC und Nachhaltigkeit, was denken Sie zum Thema Nachhaltigkeit bei diesem Anbieter? Was machen die da eigentlich? Wie gut sind die aufgestellt? Was würde mir Ihr Kunde eigentlich sagen? Und stimmt das mit dem überein, was Sie wirklich tun? Und wenn der Kunde Sie als ein Unternehmen wahrnimmt, das im Bereich der Nachhaltigkeit gut unterwegs ist, dann wird er mit Ihnen auch darüber sprechen und Sie einladen, das Thema mitzugestalten. Wenn er selber glaubt, dass Sie davon gar keine Ahnung haben, dann wird er Sie tendenziell eher ignorieren, vielleicht zukünftig sogar auslisten. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Fazit. Und das war auch das Fazit bei diesem Impulsvortrag. Erstens, nutzen Sie die Chance, das Thema Nachhaltigkeit bei den Key Accounts proaktiv zu treiben. Jetzt proaktiv mitzugestalten, zu treiben. Es wird Ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken, festigen und Ihnen auch die Chance geben, mehr Geschäft zu machen. Erstens. Zweitens, im Key Account Management haben wir hoffentlich schon früher den Kunden nicht nur Produkte geliefert, sondern wir haben früher schon aufgezeigt, wie er mit unseren Lösungen Einsparungen erzielen kann, seine Prozesse optimieren kann, alles, was so dazugehört. Für mich gehört es dazu, dass wir zukünftig unsere Kunden aufzeigen können, wie er selber seine CO2-Bilanz dank unserer Lösung optimieren kann. Und das müssen wir nicht unbedingt heute machen, aber das gehört so auf Dauer dazu und das ist Teil der Reise. Werden Sie zu einem Kundengestalter im Bereich Nachhaltigkeit bei Key Accounts. Das war der Impuls der Woche. Wenn Ihnen das gefallen hat, gerne Daumen hoch bzw. auch Kommentar hinterlassen, wenn Sie dem zustimmen, nicht zustimmen, wenn Sie ganz andere Sichtweise haben, auf alle Fälle machen. Das Ganze werde ich auch auf LinkedIn veröffentlichen. Dementsprechend können Sie auch dort gerne mitdiskutieren. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis bald. Ihr Hartmut Sieg. Ciao.